Hallo liebe Freunde, was geht ab? Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's heute gut, Leute. Wie ihr es auf dem Bild gesehen habt, Leute. Heute nicht zum Stadion, aber dafür zu einem sehr, sehr geilen Platz. In Stuttgart, wer kennt es? Schlossplatz, Leute. Da gehen wir heute hin. Und da haben schon so sehr große Fernseher aufgebaut und da sind sehr viele Zuschauer. Und natürlich bin ich für Türkei. Ich bin kein Türke, ich bin Kurde. Aber ich bin jetzt für Türkei, weil auch Galatasaray-Spieler sind und Galatasaray ist mein Lieblingsteam. Hinten auch Keramak Türkoğlu. Wartet mal. Ja, Leute, ich freue mich richtig krass. Hier nimmt mein Vater dahin, also ja, wir gehen mit dem Zug. Das Schlimmste. Und so, Leute, wir sind gerade am Hauptbahnhof in Waiblingen. Mein Vater ist auch hier. Papa. Und ja, unser Zug hat 11 Minuten verspätet, leider. Zum Glück an die Türkei, zusammen mit Italien. Ja, auch Gastgeber. Wir sind angekommen, ist ultra laut. Auch der Fernseher, Digga, was für Geräusche da rauskommen. Seht ihr, Leute, da ist der Fernseher. Und dann hier die ganzen Zuschauer. Guckt euch mal an, wie viele. Und auf der anderen Seite sind Nummern. Ich bin der krassesten Außenseiter hier bei der EM. Der Neuling. Ja. Der Neuling zeigt, wo er hier ist. Ja. Wahnsinn. Wenn ich das sage, weil er hier spielt in Dortmund, Salih Özcan. So ist mithelfen, die sie. Dieses knappe 2-1 im Holz ist nicht schlecht. Kühner. Und dann gegen die Tschechei. Aber hey, wer sind die Sieger? Die Türken! Wir wollen mit euch ein bisschen tanzen. Das habt ihr euch verdient. Und jetzt zeigt mal, was ihr könnt. Spiel 3-1 gewonnen. Meine Stimme ist jetzt schon weg. Und so, Leute, das war's auch mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Lasst auf jeden Fall ein Abo und ein Like da, Leute. Und lasst ein Like da. Also schreibt in die Kommentare ein rotes Herz, wenn ihr für Türkei wart und sagt, Türkei hat besser gespielt. Und lasst ein weißes Herz da, wenn ihr sagt, Georgien hat besser gespielt oder oder sie waren halt besser. Und schreibt auch in die Kommentare, wenn ihr das Spiel angeschaut habt, Hashtag ich habe das Spiel angeschaut und wenn nein, Hashtag ich habe nicht das Spiel angeschaut, Leute. Ciao, euer Ömer.